Mutter Erde. Verwenden statt verschwenden. Klingt einfach, ist es auch. Denn unser Kaufverhalten hat Folgen für den Planeten. Was und wie viel brauchen wir überhaupt, um gut leben zu können? Hier ein paar Tipps. Bewusst kaufen. Auch wenn wir Dinge länger verwenden und unsere Besitztümer reduzieren, einkaufen bleibt ein fixer Bestandteil unseres Lebens. Bewusst kaufen heißt unter anderem auf Qualität achten, damit Dinge länger halten und reparierbar sind. Außerdem geht es darum, wie sie produziert wurden, ökologisch und fair oder umweltzerstörerisch und mit Billiglöhnen für die Arbeitnehmerinnen. Reparieren statt deponieren. Viele Dinge, die wir im Laufe unseres Konsumlebens angehäuft haben, funktionieren nicht mehr oder sind nicht mehr im Stand der Technik. Was früher repariert oder einem neuen Zweck zugeführt wurde, wird heute von uns einfach weggeworfen. Dabei ist erstaunlich, wie einfach und schnell Geräte wieder voll funktionstüchtig werden können. Selbst reparieren. Es ist nicht nur die beste Art zu sparen, sondern auch sehr befriedigend, wenn man selbst etwas reparieren kann. Reparieren lernen. Ob man sich das Reparieren in einem Repair-Café zeigen lässt oder sich dazu im Internet ein Video ansieht, das Angebot an Anleitungen und Ideen ist sehr groß und vielfältig. Auf Qualität setzen. Je höher die Qualität und langlebiger ein Produkt ist, desto eher ist eine Reparatur auch finanziell sinnvoll. Letztlich ist es bei vielen Dingen langfristig deutlich günstiger, auf Qualität zu setzen. Weniger ist mehr. 10.000 Dinge besitzt jeder Mitteleuropäer. Nur besitzen, was man wirklich liebt und sich auf weniges konzentrieren, das spart Zeit und Geld. Manche leben mit nur 500 Dingen, denn nur 5% der Dinge, die wir besitzen, benutzen wir regelmäßig. Weitergeben statt wegwerfen. Was in den 80er Jahren noch sehr üblich war, zwischendurch aus der Mode gekommen ist, erlebt durch die Digitalisierung ein Revival. Das Weitergeben, Verkaufen und Verschenken von Dingen des alltäglichen Gebrauchs. Mehrweg statt Einweg. Wenn wir über Mehrweg und Einweg sprechen, fällt uns rasch die Mineralflasche aus Glas ein. Mehrweg heißt aber auch, ein Papier- oder Plastiksackerl öfters verwenden, die eigene Glasflasche auffüllen oder den Coffee-to-go-Becher von zu Hause mitnehmen und nur den Kaffee ohne Wegwerfbecher im Geschäft kaufen. Wie wir erzählen konnten, gibt es vieles, was wir jeden Tag tun können, um die Ressourcen unserer Erde zu schonen. Fangen wir jetzt damit an.